Jo, Mädels, kurze Einmeldung, bevor ihr das Video startet. Bitte nehmt es mir nicht so übel, dass das Video. Ich habe das Beste draus gemacht, sagen wir so. Ich habe versucht, die besten Parts noch zusammenzubekommen. Ich habe leider ein bisschen viel Apfelschorle an dem Tag konsumiert und mich nicht sonderlich auf das Video konzentriert. Ja, weshalb leider Gottes teilweise dass der Ton ein Problem ist, da ich das Wassercase an der Kamera gelassen habe und ja, im Allgemeinen ist auch ein bisschen unstrukturiertes. Aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit dem Video. Es geht los. Wir sind auf dem Boot. Das Meer sieht gerade noch sehr, sehr scheiße aus. Herzlich willkommen. Jo, 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 jo. So, wir kommen jetzt hier gerade auf der Insel an. Ja, also ihr seht ja das Wasser, sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Von dem Boot da sind wir gerade gekommen. Da hinten wollten wir eigentlich zur Rutsche, aber ich glaube, die haben zu. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Ist auf jeden Fall schon ein krasses Paradies. Auch wenn es leider ein bisschen überfüllt ist. Das fühle ich ja immer nicht so ganz, wenn das so überfüllt ist. Aber nichtsdestotrotz. Bruder, ich denke einfach das Meer an, wisst ihr, was ich meine? Und jetzt überlegt euch mal, hier gibt es auch noch private Strände an dieser Insel, beziehungsweise ein bisschen einsamere Strände. Da lässt sich dann schon aushalten, würde ich sagen. Guck mal, da unten ist sogar noch ein Fischi. Hallo, morgen. Ja. On! On! Yeah! On! On! Achso, by the way, sorry, dass ich mich so abgefuckt anhöre. Mehr ist mit meiner Stimme im Moment leider nicht möglich. Ich muss die auf ein Minimum halten. Alles andere wäre fatal. Ja, also das ist jetzt nicht das Wichtigste, aber ich bin hier gerade auf der Toilette. Bin nackt. Und ich ziehe mich jetzt um für den Ozean, weil da geht's jetzt rein. Thank you.
ja, hab gerade Tequila-Tasting gemacht, war nicht so geil. Da wollte ich mir so andrehen, aber ich habe es nicht gekauft. Ich bin stark geblieben. Und ja, this is the beach. Ist sehr, sehr voll, aber sehr, sehr geil. Theoretisch könnte man jetzt hier noch über die Insel fahren, dies, das. Aber ich habe, um ehrlich zu sein, schon so viele Bier getrunken auf dem Boot, weil alles inklusive ist. Ich kann, ich glaube, ich will nirgendwo mehr hinfahren. By the way, die Mädels, die sind zwar nett, dies, das, aber sind sehr, sehr, ja, ich sag mal Schickimicki-Mädels. Also die haben kein, ist jetzt nicht so, dass die irgendwie viel Geld hätten oder so, sondern die wollen bei jeder Kleinigkeit ein Bild machen, dies, das, also zumindest zwei von denen. Und die andere ist entspannt, aber es ist mir jetzt erstmal vom Prinzip egal, denn ja, sie haben alle einen sehr, sehr wunderschönen Körper und an dem bin ich gerade mehr interessiert wie an den Bildern. Ja. Die Frauen machen Bilder. Hola. Where do you put your videos? Are you okay? No! Is it mine? It's only on Pornhub. So, hier gibt es jetzt auch noch Essen. So sieht das Ganze aus. Bisschen Salat. Bisschen Früchte. Da drüben ist das andere Essen. Hier ist auch noch Essen. Ja. That's Mexico, Cancun. Ja, Frauen. Hier leckere Früchte. Frische Früchte. So, die Ladies ziehen sich gerade um. Und wir wollen jetzt auf jeden Fall nach da hinten gehen. Da sind Wasserrutschen. Das ist der Plan. Das wird auch sehr, sehr nice werden, hoffentlich. Weil ich habe keinen Bock hier. Oder warum ist die Musik so laut? Ich habe keinen Bock hier in so einen Sumpf zu gehen aus Menschen. Deswegen wollen wir jetzt nach da hinten hin. Eigentlich wollten wir noch einen Golfkart mieten, womit wir fahren, aber das, ja, lassen wir jetzt doch. Ich sag mal so, ich richte mich da komplett nach den Frauen. Ich zeige euch, wie es ist. Das, was die machen, mache ich auch. So eine Art. Da, wo die schwimmen, schwimme ich auch. Um das einfach auszudrücken. So. Rein in das Gewässer. Ich sag mal so, das Wasser ist jetzt nicht sonderlich klar, ne? Das ist ein bisschen vollgepisst, würde ich jetzt mal sagen. So, ich habe schon einen halben Sonnenbrand, wie man sieht. Ich gehe jetzt mal rein in das Wasser. Bruder, Alter, ist das geil. Der schlimmste Moment ist, wenn die Eier unter Wasser kommen. Die sind aber jetzt schon unter Wasser, von daher. Okay, ich kann nicht, Bruder. Gar nicht. Ja, was soll ich sagen, Chill? Jungs, ich. Okay. Hier am Ozean angekommen, meine lieben Freunde. Geil, oder? Sieht das nicht wunderschön aus? Das ist jetzt die offene Seite des Ozeans. Also quasi die eine Seite ist ja Richtung Cancun und da ist die offene Seite. Das heißt, hier gibt es Haie, Fische, Wale. Scheiße, ich habe gerade ungefähr 5 Minuten gefilmt, die ganze Zeit mit dem Wasserschutz zu, das heißt, er hat wahrscheinlich keinen Ton. Das ist problematisch. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier auf der Insel so mäßig in der Hauptstraße. Nicht Hauptstraße, ich würde es jetzt mal Innenstadt nennen. Hier ist schon ein bisschen was los, hätte ich gar nicht erwartet. Die sind einfach alle mit diesen Golfkarts hier unterwegs. Ja,
brauche ich jetzt nicht unbedingt gerade. Reicht beim nächsten Mal, aber ja. Ja, auf jeden Fall, die Mädels, die haben absoluten Dachschaden. Das sind, also wirklich, ich habe noch nie so, ja, was soll ich sagen? Also ich kann viel ertragen. Ich sag mal, wenn man ein Mädel klären will oder whatever, dann nimmt man ja auch mal ein bisschen was in Kauf. Das muss ja nicht immer perfekt passen. Aber diese Damen, ich weiß es nicht. Also ich habe noch nie Menschen sich so beschweren sehen. Wirklich. Dauerhaft. Nur am Beschweren, nur am Meckern, nur am Machen. Das passt nicht, Getränk ist nicht richtig gemischt. Die Wellen sind zu groß, die haben zu wenig Zeit, Essen ist nicht gut. Oh, die Musik gefällt ihnen nicht, nur am Meckern. Ich mache mir auf jeden Fall jetzt hier eine gute Zeit in der Stadt und gleich geht's schnorcheln. Si se lleva a México en la piel, ¿cómo acompañarse con un mariachi para hacer llorar a esa canción? Das Maß, wenn der Tour zu Ende, ein schöner Tag geht vorbei.